Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist der Hannes. Grüß euch. Das ist der Ramses. Wir haben heute schon eine Maß kreiert. Wir haben heute schon eine zweite Maß kreiert. Ihr wisst, Saufpremieren kommen immer am Freitag. Fresspremieren kommen eigentlich immer am Sonntag. Was wird so gefressen? Natürlich immer was Scharfes. Samyang Sunday heißt ja nicht umsonst Samyang Sunday, wenn man da nicht immer scharfe Samyang-Nudeln isst. Aber Carolina Reaper Döners und so gibt es natürlich auch am Sonntag. Und das Crazy Bastard Soßen-Set Super Hot Edition wollen wir jetzt aufnehmen, auch für einen Sonntag. Wir haben ja schon mal von Crazy Bastard diese schwarze Box gehabt. Da waren 7 oder 8, glaube ich, verschiedene Soßen drin. Die waren alle super lecker. Die hatten eine richtig gute Konsistenz. Da war immer eine bestimmte Chili-Sorte gemischt mit irgendeiner Fruchtnote gleichzeitig. Richtig geniales Konzept, richtig tolles Design. Sah alles aus wie irgendwelche Taschenrutscher. Und dann hieß es ja aus dem Zuschauerbereich auch, da gibt es noch eine weiße Box, das Super Hot Set. Und die haben richtig Bums. Könnt ihr die auch mal testen? Wir haben das jetzt dabei. Das ist das hier. Das ist das Super Hot Set von Crazy Bastard. Das ist vielleicht das Thumbnail, das weiß ich noch nicht genau. Wir haben Nuggets am Start, wir möchten das jetzt mal mit den Nuggets probieren. Das sind natürlich wieder meine Lieblingsnuggets von Abelen Chicken Nuggets aus dem Rewe Center. Und wenn wir fertig sind, oder nach jeder Soße, wenn ich fertig bin, haben wir natürlich noch einen Jack Daniels Original Recipe Tennessee Fire Finely Crafted. Ein Cinnamon Likör from the makers of Jack Daniels Tennessee Whiskey. Also scharfer Jack Daniels Tennessee Whiskey Fire, weil der hat, ist mit Zimt. Der brennt schön, 35%. Aber das soll ja kein Saufvideo werden, deswegen wollen wir dann als Magenbitter am Ende noch einen kurzen Jack Daniels Fire trinken. Wenn wir es überleben, wenn wir da überhaupt hinkommen, weiß man ja nicht. Deswegen jetzt Nuggets und Soßenbox. Wir können das Ganze auch nochmal von der Seite zeigen. Das ist die Jack Daniels Flasche, die haben wir letztens gesehen. Hat Bubsi gesagt, naja, komm, nimm halt mit, ich kenne dich doch. Ist ja, wenn es Fire ist, interessiert es dich. Hier habt ihr die Crazy Bastard Super Hot Soßen Set Box. Da sind nur 3 verschiedene Sorten drin, aber die sollen alle ordentlich Bums haben. Da die Nuggets, da der Rest. Vielleicht ist das sogar dann das Thumbnail, wo man einfach nur diese weiße Packung sieht, weil die sieht halt cool aus. Die sieht so toll aus, die muss man unbedingt zeigen. Real Heat, Real Taste steht da noch drauf. Eigentlich wollte ich das drin machen, aber hier draußen kann man lauter sein, kann man rumschreien. Hier habt ihr lauter Chilischoten abgebildet. Das ist genau dieser blöde Buschzweig davor, sodass hier Schatten entsteht. Und wenn du das aufklappst, hast du hier drin auch erstmal einen Crazy Bastard Aufkleber, einen Sticker. Hier hast du einen Crazy Bastard Flyer. Das sind auch nochmal die ganzen Soßen von der schwarzen Box drauf. Kann ich ja nochmal kurz vorlesen. Es gab also die Jalapeno Dattelsoße, die Scotch Bonnet Karibisch Gewürz. Die war gut. Die Chipotle Ananas, die Habanero Tamatillo, die Ghost Pepper Mango, die Trinidad Scorpion Clementine und dann die Carolina Reaper Blaubeere. Das war die schärfste mit 5+ auf der Skala. Wir haben jetzt aber andere Soßen. Wir haben nämlich eine mit 4, nochmal mit 4 und eine mit 5 toten Köpfen. Alles in weißen Flaschen, also weißes Etikett, weißes Design, weißer Deckel, weiße Box. Sieht übelst genial aus. Wir fangen jetzt mal an mit der ersten. Das ist die Crazy Bastard Super Hot Naga. Vorsicht, super scharf von Kindern fernzuhalten. A Scotching Hot Curry Sauce, Shake Well, Zutaten Nagabat Yolokia Chili, 50%, Weißweinessig, Ingwer, Knoblauch, Madras Curry, enthält Senf, Zwiebeln, Pulver und Salz. Also Zwiebelpulver und Salz.
Die, boah, die ist ja übelst flüssig. Die machen wir jetzt mal auf. Das Essig stört mich schon wieder. Dich stört doch immer alles und deswegen sitzen wir jetzt hier mit dem Hannes. So. Naja, jetzt wenn es wieder noch so nach Essig schmeckt, dann. Spieß dir mal ein Nugget auf. Ich spieß dir damit Nugget du ruhig auf. Und zufrieden bist, kippe ich dir zuerst jo. Was drauf. So, jetzt packe ich mir auch mal was hier drauf. Dann probieren wir mal diese super hot Soße. Guten. Oh ja, die ist jetzt auf jeden Fall schon viel schärfer ja. als alle anderen aus der schwarzen Box zusammen. Die ist auch irgendwie ein bisschen süß, ein bisschen fruchtig. Wo kommen jetzt die ganzen Wespen her? Beim Bier-Tasting gab es keine einzige Wespe. Jetzt sind hier auf einmal Wespen. Wir müssen aber noch ein zweites Nugget essen, damit man sieht, dass wir leben. Das heißt, das haue ich mir schnell noch rein, während der Hannes noch kämpft. Ich kämpfe noch mit dem Besten. Willst du noch ein zweites? Oder willst du nur eins? Da fehlt irgendwie die ganze Panade oben drauf. Weiß nicht, was sie damit gemacht haben. Keine Ahnung. Also, ist auf jeden Fall wirklich super hot. Ist aber auch super lecker, meiner Meinung nach. Erinnert mich ein bisschen an die gelbe Carolina Reaper Soße, die ich im Schrank habe, hat irgendwie eine ähnliche Note. Und das waren 4 Totenköpfe. Die nächste, die Super Hot Scorpion, hat auch 4 Totenköpfe. Hier steht jetzt drauf, wieder super scharf. Zutaten Trinidad Scorpion Chili, 50% Weißweinessig, Chipotle Chili, karibische Gewürze, Thymian und Meersalz. Die andere war ein bisschen heller und rötlich. Die sieht eher aus wie eine Barbecue-Soße. Die ist eher braun. Die wirkt vielleicht ein ganz kleines bisschen dickflüssiger. Geht's dir gut? Ja, ja. Schlaggerst hier so mit dem Bein rum. Mmh. Speichelfluss. Speichelfluss? Ja. Ja, der Hannes hat gesagt, wenn man 2 Maß trinkt, da kann man auch noch scharfe Soße testen, da sich der der Alkohol und der Chili zusammen irgendwie mixt oder mischt. Das macht dich wieder bemerkbar. Komm, ich mach dir zuerst drauf, da kannst du nämlich gucken, was mit deinem Nugget passiert. So, Scorpion. Die hat bestimmt auch wieder so einen extraordinären Geschmack nach Seife, weil das Tabasco, was wir damals hatten, mit ja, definitiv. Skorpion-Dings. Trinidad Scorpion hat auch so irgendwie so seifig geschmeckt. Gut, von Seife merke ich hier nichts. Hat aber irgendwie eine leichte Barbecue-Note vielleicht. Nee, weniger. Ist irgendwie leicht süßlich, süßer als das erste. Ich finde die, obwohl das ja die gleiche Schärfe haben soll, irgendwie milder oder angenehmer. Vielleicht hat die erste jetzt so viel Schaden wieder verursacht, dass du die zweite gar nicht mehr so sehr merkst. Wenn du erst die getrunken hättest, gegessen und dann die zweite, wäre der Effekt vielleicht andersrum. Also ich finde, die wirkt gerade milder, obwohl die eigentlich genauso scharf sein müsste wie die Naga. Willst du noch ein Zwein? Der Hannes zwängt sich jetzt rein. Das ist so dieser Gruppenzwang, von dem die Leute immer reden. So, einmal hier. Also für mich schmeckt es ein bisschen trotzdem. Ich sag Barbecue, vielleicht meine ich auch Hustensaft. Schmeckt wie Hustensaft. Irgendwie süßlich, irgendwie anders. Ich finde die sogar noch besser wie die erste, weil die irgendwie noch bekömmlicher ist. Und jetzt haben wir nach der gelben und nach der blauen noch eine mit rotem Etikett übrig. Das ist die Super Hot Reaper. Ihr wisst ja, Carolina Reaper ist sowieso immer brutal. Hier Vorsicht, super scharf, von Kindern fernhalten. Zutaten Carolina Reaper Chili,
50%. Weißweinessig. Oh Gott, wie lässig. Kreolische Gewürze. Meersalz. Senfmehl. Knoblauch. Oregano. Und Thymian. Ich glaube, das Besondere an den Super Hot Soßen ist einfach, die andere hatte ja auch Carolina Reaper. Aber sagen wir mal, da waren 10% Carolina Reaper drin und dann andere Sachen. Wobei hier halt 50% der Soße einfach nur die reinen Chilis sind, hat das dann halt insgesamt mehr Schärfe. So. Nicht zu doll, nicht in die Hände klatschen, dann freuen die sich, wenn wir Applaus geben und dann kommen die erst recht wieder. Wir können ja auch mal auf so eine Wespe so ein bisschen Soße drauf machen und mal gucken, was sie dann damit macht. Das ist mir nämlich jetzt noch unsicher. Ich weiß trotzdem nicht, wieso das jetzt so ist. Weil bevor wir die Soßen auf hatten, waren die schon hier und haben genervt. Obwohl vorhin keine einzige Wespe da ist und jetzt sind die einfach überall. Ja, den haben wir aber ja auch noch nicht auf. Das können die ja nicht durch die Flasche riechen. Aber das ist wahrscheinlich. Spießt du dir einen? Ja. Ich gebe dir drauf, weil du bist das Versuchskaninchen. Das scheint jetzt auch die dickflüssigste zu sein. Ist wieder richtig schwarz, braun, dunkelbraun. Sieht aus wie Pflaumenmus. Also das war auf jeden Fall erstmal das schlechteste Nugget, was ich je hatte. Weil da war irgendwie so fasriges Zeug drin, wo du drauf rumgekaut hast. Normal ist das milder und leckerer und zäher, weicher. Von der Soße merke ich jetzt gerade leider keinen Anstieg. Und ich habe auch nicht diesen typischen Carolina Reaper Geschmack, den ich sonst immer habe. Den ich auch bei dem Pulver hatte. Den ich bei den Chilis an sich hatte, also ich habe keine Ahnung. Was denn, geht's dir gut? Ich bin offen da drin. Juhu! Heißt es jetzt, du willst noch eins oder lieber nicht? Ja, doch. Es ist auch noch ein drittes da, Hannes, aber keine Sorge. So, fülle ich dir nochmal drauf. Nochmal hier Super Hot Reaper mit 5 toten Köpfen. Ich habe gerade wirklich den Eindruck, dass die erste Soße die schärfste war. Ja. Weil die aus dem Nichts kam und übelst gezündet hat. Und seitdem einfach nur alles brennt und wehtut. Was nicht heißt, dass die anderen nicht scharf sind. Aber dieser von 0 auf 100 Effekt ist nicht mehr da. Das ist dann, es ist bei 100 und geht auf 110. Und das ist einfach nur 10 mehr. Deswegen. Ich werde mir jetzt das letzte noch gönnen. Ist ja meine Video, meine Box, mein Video, mein Kanal, deswegen gönne ich mir das letzte nochmal, weil der Geschmack ist trotzdem auch wieder ein bisschen süßlich. Hätte ich so nicht erwartet. Aber ich finde, da geht noch was. Also sie könnten noch eine extrem super Hotbox rausbringen, die dann gelb ist am besten. Da hauen sie nochmal 10 Sachen rein, wo 100% Chilis drin sind und nicht 50%. So, und jetzt waren die Nuggets auch besser, weil da war jetzt nichts Faseriges drin, da war nichts Ekliges dabei. Und jetzt will der Hannes ja bestimmt, so wie ich ihn kenne, nee, lass mich in Ruhe. Oh ja. Also nehm das nicht auf die leichte Schulter, die Soßen haben schon Bums, also. Ich merke, meine Zunge tut weh. Ich habe Schmerzen gerade. Ja. Ich versuche trotzdem frei zu reden und mit euch zu kommunizieren. Während gleichzeitig die Augen drehen, es sich überall ausbreitet, es brennt, es sticht, es einfach wehtut. Oh Gott. Wie viel willst du denn? 2 oder 4? Nee, 2. 2, sagt er. So. Und weil wir es überlebt haben, gibt es jetzt zum Abschluss also nochmal einen kleinen Jack Daniels Tennessee. Whisky Fire Edition mit Zimt.
der auch nochmal brennen soll. Ja. Aber das dürfte jetzt irgendwie gefühlt milder sein. Oder auch nicht. Mein ganzes Auge drehen. Es ist einfach alles wässrig gerade. Ja. Alter, ja. Man kann kaum noch reden. Das war die Superhot Crazy Bastard weiße Box. Ultimatives Tasting Soßen-Set mit Hannes. Danke dafür. Bitte, bitte. Prost. Sag ich doch, das mildert das Ganze jetzt irgendwie ein bisschen ab. So, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Pfiat euch. Ich glaube, der fällt gleich um. Ciao.